Natürlich, Herr Greyjunge. Aber es ist auch schon der halbe Tag rum. Naja. Oh, ich habe noch keinen Kaffee neu aufgesetzt. Warte. Katze. Einfach nur Kaffee. Es geht schnell. Erst anklicken, dann drehen. So läuft das. Okay, also ich muss sagen, das macht schon ein bisschen Spaß. Ne? Also, ich meine, sonst würde ich die Demo jetzt auch nicht mehr spielen. Die Tage sind ja aber sehr lang. Also, wir haben noch nicht mal... Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Tages geschafft. Hier, Whitey ist gerade auf der Toilette. Interessant wäre halt zu wissen, wie groß und komplex das Spiel noch wird. Wie gesagt, auf Steam sehe ich, das geht dann auch irgendwie darum, du kannst dann an Wettbewerben teilnehmen mit deinen Katzen. Du kannst Katzen züchten. Ja, also da gibt es noch einiges an Content. Wahrscheinlich ist es nur jetzt noch nicht in der Demo alles. Wir sehen ja auch am PC, ne, dass dort auch noch nicht alles freigeschalten ist. Und wenn wir dann auch Mitarbeiter anstellen könnten und so. Also es muss schon auch noch richtig groß werden, so das Café. Lecky ist schon direkt hingelaufen. Oh, ich habe keinen Kaffee gemahlen. Schlecht. Muss kurz warten, der Herr. Aber ich kann ihm schon mal Katze hinlegen. Das ist aber cool eigentlich. Selbst wenn wir das Getränk nicht mehr servieren könnten, weil wir vielleicht Zutaten nicht mehr haben, können wir jetzt einfach die Katze hinlegen. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. Wenn es nicht so viel ist. Ich habe wieder... Warte, was habe ich hier in der Hand jetzt? Ich kann damit nichts machen. Pennt. Kaffee schaffe ich nicht mehr, oder? Doch. Ich
Okay. Wenn du hier einmal rauskommst, hängst du direkt hinterher. Ja, Gray ist gerade woanders. Schon süß, wie sie alle hier rumliegen. Auch so viele Katzen haben. Ich will 50 Katzen haben. Nein, möchte ich natürlich nicht, aber Katzen sind schon süße Tiere. Warum kommt hier niemand mehr? Mein Premium-Café. Ja, kannst du schon mal... Na, ich hab's gesehen. Oh, wieder gepennt. Okay, der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Schön, dass wir noch mal was anderes außer Kaffee haben. Ich denke mal auch hier das Züchten und so, das werden wir in der Demo nicht mehr erleben. Wir müssen jetzt erstmal die Tutorial-Aufgabe hier noch machen. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Ich muss ja auch wieder Zeug nachkaufen und so. Aufgeräumt.
Die Frage ist halt, was jetzt noch an den letzten Tagen so passiert. Ob sich das noch lohnt, die Demo weiterzuspielen? Oder eher nicht so. Wenn es jetzt weiterhin... Ich könnte halt noch ein paar Rezepte freischalten, aber macht das den großen Unterschied? Weiß es nicht. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Demo so lange geht. Machen wir. Ich denke eigentlich, dass das für den ersten Eindruck von dem Spiel durchaus so reicht, oder? Noch 2 Tage. Was? Nochmal 2 Tage? Er ist ja gefühlt nochmal 1 Stunde. Ich glaube, ich bin eher interessiert daran, mir noch ein paar andere Demos anzugucken. Ja? Also auf jeden Fall gehen wir kurz hier hin, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir schlafen. Ich will noch die eine Katze auspacken. Ist jetzt hier drin? Ich sehe sie nicht. Aber anscheinend ist sie drin. Wir gehen kurz schlafen. Oh. Ist ja das... Die gucken immer so. Ah. Was? Cat Escapes? Ich hab die hier rausgeglitscht, kann das sein? Aber ich komme hier nicht ran. Ja, gut, dass ich sowieso die Demo beenden wollte, aber ich kann die nicht greifen. Ich kann die nicht hochheben. Ja. Nun denn, haben wir jetzt hier so einen komischen, blinkenden, was auch immer. Aber man sieht, hier kommt noch auch Inhalt dazu. Also hier, Cats are very clean, every cat is a little angel. Oh, das sieht gut aus. Wir haben dann hier... Können wir uns Wochenübersichten angucken? Was stand hier? Dream Critic Visits. A Cat Critic Visits. Oh, es gibt dann auch noch so... Hier ist so ein Cat Beauty Contest und so. Es gibt auch noch so spezielle Kunden dann, die auf die Katzen oder Getränke achten. Hier passiert nichts. Auch nicht, hier auch nicht. Hier komme ich auf irgendwelche Homepages. Und hier, man kann anscheinend dann auch noch
das Interior von dem Laden, von dem Café ändern. Und halt hier Grundstück dazu kaufen. Ja. Doch, ist süß. So für zwischendurch, für so ein bisschen allein rumdaddeln, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ich glaube, für ein Let's Play wird es zu eintönig. Ich meine, klar, man kann immer wieder neue Rezepte auch freischalten und nutzen und man kann dann auf Schönheitswettbewerbe gehen und so und Katzen züchten. Das wäre schon nochmal interessant, aber ich denke, für ein Let's Play ist es doch ein bisschen zu eintönig. Aber war eine schöne Demo. Ich meine, wir hatten jetzt auch ein paar Tage Spaß damit. Ich muss es mal hier wegmachen, das ist ja... Empty Hand. Ja. Ist schön. Macht Spaß auf jeden Fall. Aber wird es hier nicht als Let's Play auf diesem Kanal geben, wie ich ja gerade schon 5-mal erklärt habe. Wie fandet ihr die Demo so optisch? Wäre das was für euch, das Spiel? Oder nicht so? Ja. Ich kann auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Außer, dass ich euch jetzt noch einen schönen Tag wünsche. Danke fürs Dabeisein, fürs Gucken. Und wir sehen uns bestimmt morgen wieder auf diesem Kanal. Ich weiß noch nicht, was ihr seht, aber irgendwas wird es geben. ja, in diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Tschüss.